Hallo zusammen bei Frau Weber Digital. Heute sprechen wir nochmal über Liter und Milliliter und zwar erkläre ich dir heute, was es mit der Bruchschreibweise auf sich hat. Wir schauen uns das Ganze an am Beispiel von einem Messbecher. Ich habe dir hier mal einen mitgebracht. So, und weil das ein bisschen umständlich ist, habe ich dir den aufgezeichnet. Zeige ich dir gleich. An jedem Messbecher ist so eine Skala, an der du ablesen kannst, wie viel Liter du einfüllst. Also bis zum Strich hier sind es genau 1 Liter. So, und jetzt schauen wir uns meinen Messbecher an. Wenn ich meinen Messbecher bis hier befülle, sind es genau 1 Liter. Das machen wir jetzt mal. Ein Liter, wissen wir, sind 1000 Milliliter. So, und wenn ich meinen Messbecher jetzt nur bis zur Hälfte befülle, dann sind es nicht mehr 1000 Milliliter, sondern nur noch 500. Oder ein halber Liter. So können wir das ausdrücken. Ein Teil von 2 Teilen ist befüllt. Ein halber Liter sind 500 Milliliter. Wenn ich diese 500 Milliliter jetzt nochmal teile und nur die Hälfte befülle, also die Hälfte von 500 Milliliter, dann sind das 250 Milliliter. Oder auch 1/4 Liter. Denn wenn ich meine 1000 Milliliter in 4 gleiche Teile teile und einen Teil befülle, also 1 von 4 Teilen, sind es 250 Milliliter, 1/4. Die 250 Milliliter halbiere ich jetzt nochmal. Ich fülle wieder nur bis zur Hälfte. Dann habe ich 125 Milliliter oder auch 1/8 Liter. Das heißt, teile ich meine 1000 Liter in 8 gleiche Teile und befülle einen Teil, 1 von 8, sind es 125 Milliliter. Und jetzt fehlt uns noch eine wichtige Angabe, und zwar gibt es auch noch 3/4 Liter, das findest du ganz häufig. Das heißt, ich teile meinen Messbecher in 4 gleich große Teile und befülle 3 davon. Dann sind es 750 Milliliter. Oder 1/2 Liter plus 1/4 Liter. 500 plus 250 Milliliter sind 750 Milliliter. So, das sind Angaben, die merkst du dir am besten. Und jetzt wollen wir üben, in Milliliter und Liter umzuwandeln. Los geht's. Hier findest du wieder Bruchangaben und wir wollen jetzt überlegen, wie viel Milliliter sind das? 1,5 Liter. 1 Liter sind 1000 Milliliter, 1/2 Liter die Hälfte, 500, also zusammen 1500 Milliliter. 2,5 Liter. 2 Liter sind 2000 Milliliter, 1/8 waren 125 Milliliter. Also 2125 Milliliter. 3 1/4 Liter. 3 Liter sind 3000 Liter. 1/4 250 sind 3250 Milliliter. Und 4 3/4 Liter. 4 Liter sind 4000 Milliliter. 3/4 750. 4750 Milliliter. Und nun noch einmal umgekehrt. 5500 Milliliter. Wir schreiben auf in Liter. 5000 Milliliter sind 5 Liter. 500 Milliliter ist 1/2 Liter, also 5,5 Liter. 250 Milliliter,
ist ein Viertel Liter, 1125 Milliliter, 1000 Milliliter sind ein Liter und 125 Milliliter sind ein Achtel Liter. 4750 Milliliter, 4000 Milliliter sind 4 Liter, 750 Milliliter sind 3 Viertel Liter, 4 3 Viertel Liter. Das war's schon. So schwer ist es nicht, oder? Wenn du heute etwas gelernt hast, freue ich mich über den Daumen nach oben. Bis zum nächsten Mal.